schwere Unwetter im Urlaubsparadies. Dauerregen, Sturzfluten und Überschwemmungen stürzen den Norden Italiens in den Ausnahmezustand. Der Gardasee führt Hochwasser. Flüsse treten über die Ufer, ganze Wohnviertel werden zum Seengebiet. Der Start der Sommerferien hätte für einen Urlaubstrip nach Italien wettertechnisch nicht schlechter sein können. Während in Deutschland sommerliches Kaiserwetter um 30 Grad herrschen, wird Norditalien von schweren Unwettern heimgesucht. Fahrzeuge und Gebäude werden weggespült. Auch kommt es vereinzelt zu Erdrutschen. Noch ist keine Besserung in Sicht. Bis Mitte der Woche sollen die heftigen Regenfälle anhalten.